auf der Reihe. Doch bin aus Ort, bei mir ist durch, hänge keine Aufgehöf. Ich spiel die Rolle, die ich anscheinend spielen soll. Jedes Finger wird zu ekel für mir selbst, weil mir ich schreie laut und endlos lang. Doch ging wie immer in den Grund, es wird zu dumm, ich bin wohl bloß der Bach. Stattdessen fress ich in mich rin, auf Barrikade und Sandbojos bedenke. Ich grab mir Fries bei los und wieder hin, ganz heimlich, weil ich mich nicht gern selbst kränke. Denk hin und her, und ich fühl mich unendlich leer. Bis ich irgendwo jetzt blaues Innenlichtblick oder zwei, du mich nur schaust, mir wird lang und künstlich, weil du die Landkarte bist, der Schlüssel hast, der mich von mir befreit. Einfach mit, irgendwohin, wohin weiß ich nicht. Nehm ich mit, nehm ich mit, zeigst du mir, falls er in Richtung geht. Nehm ich mit, nehm ich mit. Gestorben, ob wunderbare bis nahe und draußen. Weg von Gerüchte stammt der Schmerzsche Menschen, die hier Füllers, doch dafür hinausen. Und wer von uns der Hand noch steht, wo wie für alle Banden ein Platz geht. Russus der Startlöcher, die ab lange Grabe sind, wo ich drin hocke, wo mein Leder singen. Und Wörter sammle und verjammle, nehm ich mit dahin. Nehm mich mit, einfach mit, irgendwohin, wohin weiß ich nicht. Nehm ich mit, zeigst du mir, falls er in Richtung geht. Nehm ich mit, nehm ich mit.
fahren zurück. Schön, dass wir ein paar Tannenbäume da haben. Wo ist denn die Garderobe? Alle fünf Senkel. Okay. Carlau, kannst du nicht mal vorstellen, wer du eigentlich bist? Ja, ich bin der Carlau. Da habe ich auch einen Spitznamen gekriegt. Heißen durch Christian Keul. Und ja, was bin ich? Rodi, wie man das so nennt. Rodi halt. Arbeiten, aufbauen. Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Ja, wie bin ich zum Job gekommen? Ich hatte irgendwie schon einen Draht zur Musik. Eben, was ich, Musikerfamilie, Vater Musik, alle Fans Musik. Und ich habe dann angefangen mit meinem älteren Bruder, der schon relativ früh Profimusiker war, bin ich ja eben als kleiner Bruder mal mitgereist. So. Und naja, dann irgendwann habe ich dann bei so einer Firma in Köln angefangen. Erst als Security, später dann als Stagehand in verschiedenen Hallen und bin dann fest zur Truppe gekommen irgendwann. Hab die kennengelernt. Und ich habe die am Konzert gesehen, kannte den Hans und den Stefan früher und bin halt dazugekommen. Habe irgendwann mir gedacht, das ist besser als zur Schule zu gehen, habe das mit der Schule aufgehört und bin halt jetzt seit 2,5 Jahren dabei, das sind knapp 3 Jahre. Sag mal, Carla, hier sind noch andere Roadies oder was sind das für Leute, die sonst hier mithelfen? Da hier die Local Crew, Stagehands. Ja. Das ist das, was ich früher auch gemacht habe. Das ist halt von einem örtlichen Veranstalter, der stellt je nach Bühnenanweisung so und so viele Leute, die einfach mithelfen. Die eben anpacken, die Cases durch die Gegend schieben, die LKWs leer machen. Und eben hat so die Sachen einfach helfen halt. Ne? Das hast du früher auch gemacht? Ich habe damit angefangen. Ja. Ich habe erst Security gemacht, das heißt nur eben aufgepasst bei den Konzerten, irgendwie nur aufgepasst, dass die Leute sich halt benommen waren. Das ist der absolut beschissenste Job, den man im Business haben kann, Security. Undankbarste Job vor allen Dingen. Und hab dann eben als Stagehand angefangen, hab das ein Jahr lang durchgezogen, während der Schulzeit noch. Und hab das, weiß ich, 20, 30, 40 Gigs gemacht. Hans wurde soeben als Moralleiter ausgesetzt. Ja, es geht ja nicht darum, ob wir getrieben haben, sondern er hat mit deiner Frau gesprochen, versteckt. Allein der Versuch. Hallo. Ja, das bin ich. Ich saß der Case von Schwab. Also, ist nicht, dass ich ausnahmslos zu allen 6 Musikern, sind nicht alles meine besten Freunde, so, sind nicht alles meine Kumpels oder so, es sind halt schon irgendwie die Künstler, aber ich kenne sie halt eben schon so lange, als sie noch keine Künstler waren, als das eben alles noch kleine, hilflose Mucker waren. Und insofern halt irgendwie eine gute Beziehung zu denen. Ich glaube schon, dass ich eine sehr gute Beziehung zu denen habe, es ist irgendwie nicht wie bei anderen Crews, die irgendwie angemietet werden und die in Anführungszeichen Stars sowieso nie zu sehen kriegen. Die kommen irgendwann um 5 auf die Bühne. Da muss alles tiptop stimmen. Hier ist halt so, hier wird. Die Jungs packen noch viel mit an. Der Axel baut die Keyboards mit auf, verkabelt seine Keyboards immer noch selber, weil er einfach Bock daran hat, mit seinem Instrument zu arbeiten. Man hat eben eine gute Beziehung. Also ich habe eine gute Beziehung insgesamt zu den Leuten. Aber diese Verhältnisse sind doch atypisch eigentlich. Ja, also für diese Größenordnung, für den Bekanntheitsgrad der Band ist das schon irgendwie atypisch.
wird's denn euch mit ärgern, ne? Sag mal, was gibt's im Moment hier für Probleme? Ja, es gibt halt, wie gesagt, das Problem, dass der Steff, der Bassist und der Axel, Keyboarder, sich nicht einig sind, was mit dem zusätzlichen Gitarrenverstärker für diese Seite passieren soll. Der Steff braucht ihn unbedingt und der Büschel will ihn nicht haben. Und jetzt sind die sich am Zanken und ich kann jetzt gucken, wie ich damit klarkomme. Ich kann halt hier Kaffee auf die Endstufenrex stellen. Ich kann es hier nicht hinstellen, weil da das Cello hin muss, damit das warm genug ist, damit das sich nicht mehr verstimmt. Und hier kann ich nicht hinstellen, weil hier ein Durchgang bleiben muss, wenn man schnell auf die Bühne muss. Und apropos Stimmen, du stimmst manche die Instrumente auch, ja? Ja, ja. Was denn? Schlagzeug zum Beispiel. Schlagzeug. Kannst du das mal vorführen? Ja, von mir aus. Meine Herren Mitarbeiter fragen, ob jetzt Krach gemacht werden. Bin ich jetzt der einzige Musiker, der noch selbst verkauft oder nicht? Da sind auch mehrere Leute, die schnell tobt. Was machst du jetzt noch vor dem Konzert? Ja, alte Gitarrenstimmen, die Bässe, Gitarrenstimmen, die Mandoline. Damit die gleich, wenn die auf die Bühne kommen, das Zeug in die Hand nehmen, loslegen und das halt alles stimmt so. Und was machst du dann während des Konzerts? Ja, scheiß während des Konzerts, passe auf, dass das halt was passiert, die Gitarren verstimmt werden, gibt der Mensch, damit die stimme ich die wieder nach oder wenn er an der Seite reißt. Ziehe ich hier schnell eine neue auf und halt verschiedenste Sachen. Ne? Wenn irgendein Fuck auf der Bühne ist, gucke ich halt, dass ich die geregelt kriege. Halt dafür garantieren, dass ich versuche, es so hinzukriegen, dass ein halbwegs reibungsloser Ablauf von der Show irgendwie abgeht. Hör mal, Carla, du stimmst hier gerade. Spielst du eigentlich auch Instrumente? Ja, das heißt, mehr schlecht als recht oder so. Also ich spiele sehr viele Instrumente, aber keins perfekt. Aber es reicht halt so weit, dass ich für mich Musik machen kann. Willst du das später mal hauptberuflich machen? Mit einem großen Ja kann ich diese Frage beantworten, Herr Richter. Nee, also ich will das schon irgendwann mal machen. Ich mache eben schon unheimlich lange Surfmusik. Ich habe angefangen mit 8 Jahren ein Instrument zu lernen und will unbedingt selbst was machen. Ich schreibe meine eigenen Lieder. Hier für die Gruppe auch? Ich habe einen Text geschrieben. Das übersetzt mehr oder weniger. Und
will halt gucken, dass ich jetzt im Sommer irgendwie selber was auf die Beine kriege. Ich nehme an, wenn das Ding gesendet wird, dass ich entweder da schon was gepackt habe oder immer noch als Rodi hier bei der Kapelle rumhänge. Ich will es also selber versuchen, weil ich irgendwie glaube. Das heißt, weil ich glaube, weil ich möchte es einfach gerne, weil ich stehe auf Musik machen, stehe auf Musik, auf Rocken. Und mir macht es halt unheimlich Spaß. Und wenn man damit auch noch Geld verdienen kann, ist es natürlich der Bringer. Du trittst jetzt ja schon auf. Wie ist das? Geil. Wichtigsten Gitarre der Welt, der Einzige, der mit dem Saal zu kalt ist, der liebe Carlo, hey! Ja, komm, 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 ist Riverside, jawohl! Ein paar Zikaden, ich klimper dazu eine Melodie. Mensch, jeder Majote, so jung wie noch nicht. Es ist alles fantastisch, doch Gott sei Dank nicht nur Fantasie. Mein Vater Morgana, ein Name, die ist gar nicht. Paradies, ich schwinge so deutlich, da ich bin auch bei mir im Sandlicht. Da wird er lustig, ey, bah! Als hätte kein Zick, löwe war mich fürst mit Affen sein. Ein Ameisen hat zwei, jetzt sind da drei. Lebe Ameisen höchst, da bin ich da wohl kein Karawan. Und wegen Hund Jens läuft dem Schatten noch Band. Liege wieder Jans und da, weil der Streun über das Nahen. Steht um ja, das Nahen. Doch alles ist kommen und hält mich total in ihren Bann. Ich will sie wie nur jetzt, ich bete sie an. Nee, nicht nur der Hund freut sich, wenn er düster wird und dann. Die ganze Insel, unser Zimmer ist, der Strand, Bad bei dem Himmel ist. Wo kam dann der Engel ist, der sich um mich erlöst. Jawohl! Kodak heiße ich, also wie es genau kam, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Es war so der erste oder zweite Gig, wo ich überhaupt dabei war. Wie gesagt, ich hatte damals einen Wolfgang im Klotschreck getroffen und gefragt, ob er was dagegen hätte, dass ich mal ein paar Tage mitfahre. Und ja, wie er es an sich heute auch macht, fast zu jedem sagt, ja, ja klar, wenn es irgendwie machbar ist, fährst du mit. Ne? Dann bin ich halt mitgefahren, immer da blöd mit der Knipskiste durch die Gegend gerannt. Und der Rest der Band wusste eigentlich überhaupt nicht, wer ich bin. Da war nur jemand, der immer da rumgerannt ist und in allen möglichen Stellungen fotografiert hat. Und ja, dann kam irgendwann die Situation, dass keiner wusste den Namen. Irgendjemand hat mich gerufen, mir ist aber nichts eingefallen. Und in Bezug zur Fotografie ist mir halt eben nichts
Klügeres eingefallen als Kodak. Das hätte genauso Agfa oder was weiß ich was sein können. Aber glücklicherweise war es dann Kodak. Ich glaube, ich fühle mich hier drin, wenn ich hier drin sitze, wohler als in irgendeinem anderen Auto. Das Problem der Sache ist eigentlich nicht das, dass ich jetzt hier sitze und fahren muss. Das Fahren macht mir Spaß, ich fahre unheimlich gerne LKW. Aber der Haken in der Sache ist, dass man manchmal halt eine Stunde oder zwei Stunden einfach früher aufstehen muss. Und wenn man dann überlegt, die anderen, die können noch so und so viel länger schlafen, ja, das ist nicht ganz so schön. Die Arbeitsverteilung ist bei uns eigentlich generell nicht so, dass man sagen kann, der eine macht nur das, der andere macht nur das. Es entwickelt sich langsam dahin, weil die Gruppe sich irgendwie weiterentwickelt und vergrößert. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich also den LKW hier fahre und hauptsächlich halt mich ums Licht kümmere und die Bühnennetzverteilung mache. Da kommen zwar noch so ein paar Kleinigkeiten dann dazu, aber das ist eigentlich das im Wesentlichen, was ich mache. Ja, so ein für mich sehr positiver Nebenaspekt an der ganzen Sache ist halt, dass ich die Möglichkeit habe, von dem her, was ich eigentlich vorher gemacht habe und was ich auch nach wie vor machen will, also zu fotografieren halt und Plattencover zu machen und Sachen in der Richtung zu machen, die Möglichkeit habe ich halt bei Wappen. Ich habe also beispielsweise von drinnen nach draußen die Fotos gemacht, also vom Cover, vom Innenheft und auch beim ganzen Layout, bei der ganzen grafischen Angelegenheit mitgemacht, mit dem Grafiker zusammen, mit dem Wolfgang zusammen. Und wirklich eine sehr gute Sache, dass man die Möglichkeit dazu hat. Ich habe teilweise schon angefangen, eine Dia-Show zu machen. Und zwar ist das Ganze zu einem Stück von Jackson Browne, dass die ganze Situation so von Rockmusik und unterwegs sein, diese ganze Situation also bis ins letzte Detail wirklich ganz genau beschreibt. Tear it down. They're the first to come and the last to leave, working for that minimum wage. They'll set it up in another town. Tonight the people were so fine. They waited. That's a sound they'll never know. Roll them cases out and lift them amps. Haul them trusses down and get them up them ramps. 'Cause when it comes to moving me, you know you guys are the champs. But when that last guitar's been packed away, that I still wanna play. So just make sure you got it all set to go before you come from my piano. Thank you.
or Detroit, I don't know. We do so many shows in a row, and these towns all look the same. We just pass the time in the hotel rooms and wander around backstage till those lights come up and we hear that crowd. Nach der Tournee hier werde ich wahrscheinlich wieder mehr mit Fotografie machen, weil das ja eigentlich das ist, was ich machen will. Das heißt, es liegen da einige Sachen, es wird ja wieder eine neue Platte gemacht, es ist ein Gespräch, dass ein Buch gemacht wird, da müssen ja schließlich auch Fotos rein. Und das ist eine Sache, die mich also sehr, sehr interessiert und wo ich an sich auch schon die ganze Zeit hinterher bin, dass das auch wirklich gemacht wird und dass ich mich dabei irgendwie halt auch mitmachen kann. Kumpelchen, jawohl. Weißt du, wie der Hausmeister heißt? Der Hund wird an die Leine oder raus? Ich hab sie eben auch mit einer Zigarette gesehen. Ja, sie dürfen das. Sind sie? Nein, nein, hier unten habe ich sie eben geraucht. Sind sie etwas heiliger als die anderen Kinder oder was? Pimpf. Wo gibt's denn Kaffee? Da hinten, da oben. Kumpel, komm. Den Kaffee. Ja, Pfeiffer. Ein bisschen drüber erzählen? Ja, ich war so im Studium,